Hallo, ihr Leseratten. Ich habe hier fünf zufällige Bücher ausgewählt, die ich jetzt nicht anlesen möchte, von Autoren, von denen ich noch nichts gelesen habe. Stimmt nicht ganz, aber also bei zweien habe ich schon mal. Das werdet ihr gleich sehen. Aber ja, fünf zufällige Bücher. Es ist wieder sehr Krimi-Thriller-lastig, bis auf eins. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Das erste ist von Robin Cook, Tödliche Nebenwirkungen. Von dem habe ich noch gar nichts gelesen. Deswegen dachte ich mir so, ja, kann ich das mal anlesen und gucken, ob es was ist oder nicht. Und wir werden dann sehen. Das nächste ist von Arke Edwardson. Oder Elke. Ich weiß nie, wenn man das A mit dem Kringel oben drauf ausspricht. Ich glaube Elke, oder? Winterland. Und ich glaube, das sind Kurzgeschichten. Mich ganz kurz schmulen. Ja. Das sind Kurzgeschichten und ich hatte ja von ihm die komplette Reihe aussortiert, weil mir der Schreibstil auf den Keks ging. Hatte aber das hier noch aufgehoben, weil ich probiere es mit diesen Kurzgeschichten mal, ob die was sind. Das heißt, ich werde eine Kurzgeschichte anlesen. Wie viele sind denn das? Also wie viele Seiten meine ich? Oh. Oder auch nicht. Das sind etwas längere Kurzgeschichten irgendwie. Ich hatte dann vielleicht so 20 Seiten. Aber nein, das sind fast 40 Seiten. Wie gesagt, werde ich gucken, wie weit ich komme. Und dann seht auch, mir der Schreibstil, ob der Schreibstil irgendwie da anders ist. Was ich nicht so ganz glaube, aber wir werden das feststellen. Und was lustig ist, weil ich in dem letzten Video, wo das Buch vorkam, noch gesagt habe, das wird auch so ein Anlesebuch werden. Sabine Kleve. Wer nicht das Dunkel kennt. Ich glaube, ich habe letztes Mal gesagt, wer das Dunkel nicht kennt. Ja, auch das ist diesmal dabei. Es wird angelesen mit diesem lustigen Einband hier. Mal schauen, wie mir ihr Schreibstil gefällt. Ist der dritte Band einer Reihe. Eine Düsseldorfer Ermittlerin Lydia, Louise und Christopher Salomon. Mal schauen. Und dieses Buch hatte ich tatsächlich schon mal angefangen zu lesen. Es ist noch kein Lesezeichen mehr drin. Ich weiß nicht, wie weit ich gekommen bin. Und den Autor mögen ganz, 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 ganz viele. Für mich wäre in dem ersten Buch, was ich mit ihm gelesen habe, so skurril und auch dieses Buch, ich kam nicht richtig rein. Deswegen probiere ich es mal beim Anlesen und entscheide dann, ob es wegfliegt, die beiden Bände, die ich von der Trilogie habe oder nicht. Wir werden es sehen. Terry Pratchett, Trucker, der erste Band der Nomen-Trilogie. Wie gesagt, die ersten beiden Bände habe ich hier und ich hatte schon mal angefangen drin zu lesen, aber irgendwie kam ich nicht rein. Und deswegen ist es ein wunderbarer Zeitpunkt, darin nochmal weiter zu oder anzulesen, um zu gucken, klappt es diesmal, klappt es nicht, wenn nicht. Sorry. So, eine E-Mail bekommen. Und ein anderer Thriller noch. Das ist der einzige, ne? Das ist nicht der einzige Thriller. Und zwar von Risto Isomäki. Ascheregen. Auch den Autor, ich denke mal, es ist ein Autor. Spielt in Japan? Ich weiß nicht, wie ich hier mit. Sorry, ich habe schon mal Hiroshima gelesen. Also ein Buch, was über, nach diesem Hiroshima-Gedöns sogar spielt. Das habe ich nie gern gelesen. Ansonsten, außer Mangas oder sowas, habe ich noch nichts gelesen, was in Japan spielt. Japanischer Kernreaktor wird gestohlen. Oder da wird Lithium gestohlen. Na, mal gucken. Hochspannender und erschreckend realistischer Thriller. Spannung steigt. Okay. Das sind sie alle. Die vier Bücher, die fünf Bücher, die ich anlesen werde. Und dann sehen wir uns am Ende des Januars wieder, um zu gucken, welche Bücher dürfen bleiben, welche dürfen gehen. Irgendwelche Tipps? Oder Tipps nicht, sondern Ideen, was halt bleibt und was nicht. Wie nennt man denn das? Nicht Tipps, nicht Ideen? Prognosen. Habt ihr irgendwelche Prognosen? Ja, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, aber wenn ihr ein Buch davon schon gelesen habt. Das war ja beim letzten Mal auch so, dass ein oder zwei Bücher gesagt wurden, boah, das ist toll, das musst du weiterlesen. Und im Endeffekt sind ja alle dann geblieben, ne? Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann. Nein, nächste Woche drehe ich auch nochmal Videos. Ich dachte schon, das wäre jetzt vielleicht das letzte Mal in diesem Jahr, aber nein, nicht ganz. Nicht ganz. Ich muss euch noch kein frohes hier so gesundes neues Jahr oder guten Rutsch oder sowas wünschen. Das kommt erst noch. Okay, dann bis nächste Woche, wenn ihr mit. Oder morgen. Aber für mich ist jetzt erstmal die Woche abgeschlossen. Ich rede zu viel Quatsch. Bis dahin, bye bye.